Mein Name ist Fabian Wieder, Rückraum rechts, Füchse Berlin. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assenmacher und heute mein Studiogast, Fabian Wiede, unser Europameister. Die beste Nachricht gleich zu Beginn der Sendung. Heute ist live und in Farbe wirklich zu Gast bei Jagdfieber der wohl gefragteste Fuchs der letzten Wochen, Fabian Wiede. Egal ob Ausbildung, egal ob Interviewanfragen oder Dopingkontrollen. Der Europameister meistert alles. Er ist richtig abgehoben jetzt. Nee, der ist immer noch der Alte. Die gleichen Späße wie früher. Und auf dem Boden geblieben. Er ist so geblieben, wie er war, und das ist auch mehr als gut so. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Fabian Wiede. Ein waschechter Europameister, mein Studiogast, unsere Nummer 3, Fabian Wiede. Fabi, ich glaube, in der letzten Zeit hast du so viele Interviews, so viele Fernsehkameras auf dich gehabt. Kannst du das noch leiden? Ich hoffe, du bist der Letzte. Nein, natürlich war das was Schönes, so viele Interviews zu haben. Ich meine, sowas was Besonderes, da macht man sowas auch schon mal gerne. Und daher hat es mich jetzt nicht gestört, in den letzten Wochen so viele Interviews zu geben. Ich glaube, da hatten andere Leute, wie Andy Wolf zum Beispiel, glaube ich, die hatten noch mehr und hatten es schlimmer. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hättest du gedacht, dass wir so viele Leute hier im Fuchsbau in unserer Marc-Schwening-Halle haben, die euch zujubeln, Montag 16 Uhr bzw. 15 Uhr, wo es angefangen hat? Hast du daran geglaubt? Ja, also Bob und ich haben uns schon mal vorunterhalten, wie es vielleicht sein wird und sein kann. Aber wir waren uns beide nicht sicher, waren beide so ein bisschen skeptisch, ob wir die Halle voll bekommen und vor allem auch auf Montag. Aber ich glaube, das Glück war immer, dass wir Ferien waren, dass die Kinder vielleicht alle hier in Berlin waren und keine Schule hatten und die Eltern so auch ein bisschen Zeit hatten. Und daher hatten wir einfach Glück gehabt und dass es so voll wurde, war natürlich ein schöner Moment und hat natürlich Spaß gemacht. Dein zweites Spiel nach der Europameisterschaft. Wie fandest du das Spiel heute? Ja, ich denke, wir haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, hatten da auch eine gute Abwehr. Heine hat uns natürlich sehr gut gehalten, hat uns viele Gegenstöße auch genommen. Und daher kann man damit sehr zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit, denke ich mal, hatten wir so eine kleine Zwischenphase, wo wir so ein bisschen schleifen lassen haben. Unsere Abwehr war nicht mehr ganz so kompakt und hart wie in der ersten Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir sehr gut gespielt und auch wieder gezeigt, dass wir es besser machen können als letztes Mal. Letztes Mal ist gemeint die Niederlage gegen Melsungen und wie das heute aussah, das schauen wir uns jetzt an den Spielbericht Füchse Berlin gegen den Bergischen HC. Die Autogramme von Paul Drucks im Füchse-Trikot im Fuchsbau sind wieder heiß begehrt. Für den wiedergenesenen Rückraumspieler war der 34:28 Sieg gegen den Bergischen HC doch ein ganz besonderer, denn der Rückraumspieler konnte seinen ersten Treffer nach seinem Comeback erzielen. Dass dieser aus einem gehaltenen Ball von Torhüter Silvio Heinevetter entsteht, ist nicht ganz untypisch für den ersten Durchgang. Erstmal haben wir gewonnen, das sind 2 Punkte und das ist das Wichtigste. Zudem habe ich mein erstes Tor gemacht, das freut mich besonders für mich persönlich. Ich finde, wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht als Mannschaft und da können wir drauf aufbauen, zufrieden sein. Können wir, glaube ich, mit 45 Minuten und dann in den restlichen 15 müssen wir noch arbeiten. An vielen guten Szenen im ersten Durchgang ist Matthias Sachison beteiligt. Dieser absolvierte im vergangenen Jahr viele seiner Reha-Maßnahmen zusammen mit Paul Drucks. Die Füchse beginnen das Spiel mit einer kompakten Deckung. Nenadic und Guyun blocken gemeinschaftlich den Wurfversuch. Und dann ist es am Ende der Angriffskette eben auch wieder Peter Nenadic, der den Angriff erfolgreich abschließt. Der Spielgestalter ist zusammen mit Bjarkima Ellison mal wieder bester Werfer seines Teams. Matthias Sachison hat an diesem Tag scheinbare Magnethände. Der Schwede zieht den Ball in dieser Phase regelrecht an bzw. steht immer goldrichtig. Im Angriff wie auch in der Verteidigung, sein Ballgewinn eröffnet den Füchsen die nächste Gelegenheit zum schnellen Umschaltspiel. Vollendet wird dieses vom Duracell-Männchen unter den Füchsen, dem Isländer Bjarkima Ellison. Und dann landet der Ball, na klar, wieder bei Matthias Sachison. Doch selbst wenn dieser an Christopher Rudek im Tor der Gäste scheitert, kommt das Spielgerät immer wieder zurück zum Schweden. Matthias mit den Magnethänden trifft erneut. Ich wollte immer den Ball haben und heute ich habe den Ball gekriegt auch und ganz viele Tore auch. Das ist natürlich Spaß, du machst ein Tor, aber der wichtigste für die Mannschaft war 2 Punkte und das haben wir geschafft. So. Vor den Augen von Europameistertrainer Dagur Sigurdsson forcieren die Füchse in Durchgang 2 auch das von Sigurdssons Nachfolger geforderte Spiel über den Kreis.
Jesper Nielsen, der die Füchse zum Ende dieser Saison verlassen wird, vollendet. Dass Sevio Heinefetter im Tor der Berliner eine gute Partie abliefert, darf an dieser Stelle natürlich nicht vergessen werden. Wenn die Berliner in der Abwehr aggressiv agieren, bringt dies auch Erfolg. Neuzugang Hans Lindberg bedient Peter Nenadic, der sicher vollendet. Doch die Gäste vom Bergischen AC können auch schnell nach vorne spielen. In Durchgang 2 kann der Tabellen 16. stärker, aggressiver und vor allem schneller aufspielen. Der Vorsprung des amtierenden Vereinsweltmeisters verringert sich. Was die Spieler von Trainer Erlingo Richardson brauchen, ist Struktur im Angriffsspiel, wie diese Ballstaffette zeigt. Europameister Fabian Wiede scheint den Rummel um seine Person nach dem Titelgewinn ebenfalls gut überstanden zu haben. Zum Ende der Partie wirbeln dann auch wieder Paul Drucks und Matthias Sachison im Spiel der Füchse mit. Ich glaube, das ist in der Prozentzahl gar nicht auszumachen. Hans braucht sicherlich noch ein, zwei Wochen, um richtig integriert zu werden. Das dauert halt einfach ein bisschen. Und sonst finde ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht über weite Strecken und darauf müssen wir aufbauen und dann gucken wir einfach mal. Weiter aufbauen können die Füchse und Fabian Wiede nun wieder vom 5. Platz, den sie durch den Sieg gegen den Bergischen AC zurückerobert haben. 34-28 gewinnen wir gegen den Bergischen AC. Du hast ja schon vor dem Spielbericht, den wir gesehen haben, gesagt, deine Stimme zum Spiel. Was hat dir heute besonders gut gefallen und was denkst du, was wir gegen den direkten Konkurrenten besser machen müssen? Ich denke, dieses Umschaltspiel heute hat sehr gut geklappt. Wir haben in der Abwehr, wie gesagt, schon sehr hart gespielt und konnten so auch leichte Bälle gewinnen, auch mit Heine im Tor, der uns Sicherheit gegeben hat. Und dann konnten wir so schnell in den Gegenstoß laufen, haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit viele Gegenstöße gemacht und daher war es für uns einfach, sag ich mal, so leichte Tore zu machen und deswegen haben wir auch zur Halbzeit so hoch geführt und daher kann man damit schon sehr zufrieden sein. Ende der ersten Halbzeit war es ja so, da haben die Füchse dann auf einmal angefangen ein bisschen zu zaubern, weil der Vorsprung also sehr hoch war. Macht das besonders viel Spaß, wenn man dann so ein bisschen zaubern kann? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir gezaubert haben, aber natürlich kann man da ein bisschen was anderes ausprobieren und ja, natürlich wollen wir trotzdem den Gegner jetzt nicht deklassieren oder irgendwas oder den vorführen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn man so hoch führt, kann man immer neue Sachen ausprobieren, was man vielleicht in anderen engen Spielen nicht macht. Und daher kann man ja sowas mal probieren. Wenn wir mal auf unsere Rechtsaußenposition gucken, da haben wir einen Neuzugang namens Hans Lindberg. Angefangen hat heute Matthias Sackerson. Ich glaube, der hat 6 oder 7 Buden gemacht, vielleicht sogar 8, ich weiß nicht ganz genau. Tut ihm das gut, dass da so ein starker Mann im Hintergrund ist? Glaube ich. Macht ihm das Feuer? Ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich kann schwer in ihn reingucken. Natürlich unterhalten wir uns auch viel und haben uns auch vor der Verpflichtung von Hans Lindberg unterhalten, wie es sein wird. Aber nichtsdestotrotz war Zacke schon vorher ein sehr guter Spieler, war immer ein konstanter Rechtsaußen und hat uns immer viele leichte Tore gemacht. Und hat er jetzt nach seiner Verletzung kam er wieder stärker zurück, hat genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Und daher glaube ich nicht, dass er jetzt extra motiviert ist, weil Hans da ist. Natürlich haben wir jetzt mit Hans noch einen sehr guten Backup eigentlich. Also heißt Backup eigentlich ein Starter mit seiner Klasse. Aber trotzdem, ich denke, so wie es bisher aussieht, teilen sie sich die Spielzeiten sehr gut ein, weil einfach beide sehr gut Tore machen und sehr gut auch für uns, fürs Team spielen. Gucken wir also mal ein bisschen vorausblickend auf die neue Saison. Jetzt wird nächste Saison bei den Füchsen Stefan Faeth, ein Fabi Wiede und ein Paul Drucks im Endeffekt der komplette Rückraum der deutschen Nationalmannschaft spielen. Muss doch eigentlich schon sehr viel Vorfreude auf die neue Saison sein. Ja, aber ich glaube, damit beschäftigen wir uns jetzt noch sehr wenig. Also ich glaube, jeder Spieler ist darauf fokussiert, was die Saison noch ist, was auf uns noch zukommt und dann kann man danach dann darauf gucken und sich darauf freuen, was nächstes Jahr passiert. Also natürlich ist Steffen ein sehr guter Spieler und der zeigt jetzt auch in Wetzlar, was er drauf hat und auch bei der Nationalmannschaft hat er gezeigt, wie gut er ist. Und natürlich freuen wir uns auf ihn, aber nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns nur auf diese Saison erstmal und wollen jetzt hier noch so weit kommen, wie es geht. Soweit kommen, wie es geht, ist ein gutes Stichwort, denn es geht natürlich auch darum, wir haben keinen direkten Konkurrenten, wo wir gerade schon über Wetzlar reden, 17.04. hier zu Hause im Fuchsbau zu Gast. Das Spiel muss gewonnen werden. Wollen wir dabei sein, um Platz 5 mitzuspielen, um wieder europäisch zu starten? Ja, auf jeden Fall müssen wir das Spiel auch gewinnen.
Eigentlich wollten wir auch schon auch gegen Melsungen das Spiel gewinnen, weil wir auch wussten, dass die jetzt direkt vor uns waren, und hätten wir das Spiel gewonnen, dann hätten wir es noch, weil auch Wetzlar verloren hatte, hätten wir da noch einen kleinen Abstand machen können, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt gegen Wetzlar das nächste Heimspiel gewinnen, und ich meine, auswärts haben wir auch schon gegen die gewonnen, und daher denke ich mal, sind wir guter Dinge, dass wir das auch gewinnen. Guter Dinge war ich auch, dass wir beim Heimspiel gegen Melsungen dich als Studiogast haben. Aber es ist ja leider in die Hose gegangen sozusagen, weil es ging um einen Dopingtest. Sag mal ganz ehrlich, wie lange muss es da noch bleiben, damit das geklappt hat? Ja, es war schon ein bisschen, weil die erste Urinprobe war ein bisschen zu wenig. Und daher musste ich dann noch mehr trinken und noch länger warten. Und ja, ist natürlich immer nervend, aufreibend und anstrengend sowas. Aber ja, es gehört dazu leider. Und muss man halt auch mal machen. Unser Backup für dich an dem Tag war der eben angesprochene Hans Lindberg. Und der hat gesagt, seine längste Dopingprobe, da hat er tatsächlich schon mal ein Flugzeug verpasst. Ich glaube, es war WM 2007, hat er gesagt. Das ist natürlich schon krass. Aber er hat das beantworten müssen, denn du warst ja bei den Reporter-Kids. Und diesmal machen wir es anders. Diesmal geht's zu einem Bericht mit Hans Lindberg, und ich glaube, es ging ganz hoch hinaus, denn es ging auf den Fernsehturm. Hans Lindberg auf dem Weg zum Fernsehturm. Die heutige Mission des Neuberliners ist es, sich seine neue Umgebung mal aus der Luft anzuschauen, aus über 200 Metern Höhe. Was auffällt ist... Ich habe gesehen, da gibt es genug zu tun, außer dem Handball. Also gibt es viele Sachen so angucken und erleben und... Man sieht ja von hier oben, wie groß der Stadt eigentlich ist. Das ist unfassbar. Also ja, ich freue mich schon auf die neue Zeit hier. Für die neue Zeit fehlt aktuell noch ein neues Heim. Am Umzug aus dem Hotel wird derzeit fieberhaft gearbeitet. Das Stadtschloss als neues Zuhause fällt wohl weg. Alternativen werden derzeit geprüft. Wir müssen ja versuchen, das Beste für uns zu finden. Und das ist ja nicht einfach, wenn man die Stadt nicht so gut kennt, und da wollen wir die Bezirke so ein bisschen kennenlernen, und das versuchen wir jeden Tag. Am liebsten würde ich sofort jetzt rausgehen und alle möglichen Sachen anschauen mit meiner Frau, und das war ja auch ein Faktor, hier zu Berlin zu kommen. Also da ist genug zu tun hier und so viele Sachen zu erleben und historische Sachen auch. Da freuen wir uns drauf, aber müssen ja alles in die richtige Reihenfolge machen. Und erstens ist es wichtig, eine Wohnung zu finden, wo wir unser Zuhause machen können. Und danach, wenn wir auf dem Platz sind, in unserer Wohnung, dann heißt es natürlich auch raus, Restaurants zu besuchen und Stadtbezirke zu erleben und seinen Blick über Berlin zu haben. Der Blick von Hans Lindberg geht klar nach vorn. In Hamburg war er bis vor kurzem noch Nachbar von Pascal Henz. Nun geht es für den Dänen vor allem darum, den Füchse-Spirit in sich aufzusaugen. Auch wenn Kabinenpartys mit Sandwich-Toaster nach dem Abgang von Ico Romero wohl ausfallen müssen. Ja, also erstmal muss ich mal rausfinden, wo diese Sandwich-Toaster gibt, weil die habe ich nicht gesehen. Aber ja, da gibt es ja gute Stimmung, und die Trainingshalle und Trainingsgelände ist... finde ich überragend. Da gibt es alles, was man braucht, und das hat man alles auf einen Ort, und das macht es natürlich auch einfacher als Mannschaft, die verschiedenen Trainingseinheiten zu bestritten. Und ja, also ich bin ja hier jetzt seit zweieinhalb Wochen, und bis jetzt habe ich nur ein gutes Gefühl, und wie gesagt, da ist eine gute Stimmung und gute Laune generell auf die Mannschaft. Champions League-Sieger, zweifacher Europameister, der Linksaußen verfügt über eine durchaus beeindruckende Titelsammlung. Die Rolle des Führungsspielers in Berlin ist dadurch natürlich naheliegend. Doch wie auch in Sachen Stadtentdeckung will der 34-Jährige auch dieses Thema behutsam angehen. Führungsspieler ist natürlich ein schweres Begriff. Ich würde mal so sagen, dass ich bin gerne ein Spieler, der vorne steht und versucht mal meine Mannschaft zu antreiben. Und ich bin ja eine ehrgeizige Person. Ich möchte ja gern was gewinnen. Und das habe ich ja auch gesagt. Ich glaube dran, und ich hoffe ja, dass wir innerhalb dieser 3,5 Jahre, wo ich hier spiele, Titel gewinnen können. Nicht nur eine, aber mehrere. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und ich weiß ja auch, wenn man sowas sagt, dann, wenn es nicht klappt, dann steht ja alle auf und sagen, ach, das hat ja nicht geklappt, was ist los jetzt? Und
das ist halt so. Ich gehe rein auf dem Feld, um zu gewinnen. Und das würde ich auch hier in Füchse machen. Und ob ich ein Führungsspieler werde oder nicht, ist, müssen wir mal schauen. Das ist ja halt, das ist schwer zu sagen. Ich bin ja auch, muss man auch sagen, auf dem Feld bin ich ja als Außen. Aber ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja auch erfahren und ja, hat ja lange in der Bundesliga gespielt und weiß, was man zu tun hat, wenn man was gewinnen will. Schritt für Schritt in Berlin im Fuchsbau und in seinem neuen Team ankommen. Dies ist die Mission von Hans Lindberg in den kommenden Jahren. Sein Naturell entsprechend geht er diese zielstrebig aufgeschlossen und engagiert entgegen. Wir haben gerade gehört, es gab zu gewissen Zeiten bei den Füchsen wohl angeblich mal einen Sandwich-Toaster in der Kabine. Sag mal, gibt's den noch? Soweit ich weiß nicht. Ich glaube, den hat Iga mitgenommen. Aber ja, wir haben früher natürlich auch viele Abende in der Kabine gemacht, wo jeder was zum Essen mitgebracht hat. Und da hat Iga öfters mal Sandwiches gemacht für uns. Und ja, wenn Hans sowas mag, kann er ja auch mal einen mitbringen und kann uns da was zeigen, was er kann. Dann ist das eine ganz klare Aufforderung an Hans Lindberg. Ich sage Dankeschön, unser Europameister, unsere Nummer 3, Fabian Wiede.